Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckhardt und heute mal eine kleine Reaction zum neuen Video von WBS Legal namens Teurer Strom, lass dich nicht abzocken, das musst du jetzt tun, Anwalt Christian Solmecke. WBS Legal kennt man ja durchaus recht gut aus. Ja, YouTube, die sind da recht bekannt, vertreten viele auch relevante Themen, auch so Online-Themen und jetzt eben auch mal hier was zum Thema Energieversorgung, Energiewirtschaft, Grundversorgung und auch wettbewerbliche Versorgung. Und da möchte ich natürlich mal was dazu sagen. Hoffen wir mal, dass diese Reaction durchgeht. Aber ich glaube, da auch andere darauf reagieren, sollte das eigentlich ohne Copyright-Claim oder sowas gehen. Okay, hören wir uns mal an, was der Anwalt Solmecke hier zu sagen hat. In den vergangenen Wochen kam ans Licht, dass einige Stromversorger in Deutschland ihre Kunden um Millionenbeträge abzocken. Das heißt, euch wird einfach zu viel vom Konto abgebucht, mehr als ihr an Strom verbraucht habt. Das ist natürlich... So, und das ist natürlich krass. Also, was wir uns einerseits vorstellen können, warum es viel kostet, ist, dass man seinen eigenen Stromverbrauch falsch eingeschätzt hat. Man hat viel mehr verbraucht, als eigentlich mal gedacht. Und deswegen wird dann auch sehr hoch abgerechnet. Oder man hat eventuell zum Beispiel seinen Tarif nicht mehr im Blick. Es gab eine Verlängerung mit aber Preiserhöhungen. Man hat nicht rechtzeitig ein Sonderkündigungsrecht genutzt und dann wird man eben im Folgejahr deutlich höher abgerechnet. Das sind so die Sachen, die man kennt aus der Vergangenheit. Ich bin ja seit 2011 in der Branche und das ist was völlig alltagstypisches, dass natürlich die Kunden sich nicht wirklich im Detail damit beschäftigen, was da auf einer Rechnung steht oder was da auf einer Tarifinformation steht, außer halt dieser eine Zahlbetrag am Ende des Jahres. Und da ist es aber im Regelfall der Fehler des Kunden, weil er eben entweder seinen Tarif nicht überblickt hat oder weil er in vielleicht auch mehreren Jahren immer nur einen zu niedrigen Schätzwert hatte und dann wird immer der echte Wert abgerechnet und das ist dann natürlich schlecht. Hier klingt es jetzt aber danach, dass tatsächlich jemand bewusst falsche Zählerstände, also vielleicht zu hohe Zählerstände abgerechnet hat, in der Hoffnung, dass es die Kunden nicht mitkriegen. Das wäre richtig, richtig schlecht. Natürlich illegal. Aber auch die Grundversorger, die langen ganz kräftig in eure Taschen. Deswegen solltet ihr euch überlegen, ob das noch die richtige Wahl ist. Die meisten Deutschen sind noch bei ihrem Grundversorger. Ja, genau. Grundversorger sind ja die Unternehmen vor Ort, die die meisten Kunden in einer Region, in einem Netzgebiet versorgen. Das sind dann ganz oft Stadtwerke oder diese typischen Regionalversorger, ne, die so auf einer Landkreisgröße oder auf einer sogar fast Bundeslandgröße versorgen. Ihr wisst da im Regelfall, welche ich meine, die richtig großen Versorgungskonzerne. Die sind dann gerne auch mal Grundversorger, weil die in einer Region die meisten Kunden angehäuft haben und alle 3 Jahre wird das ausgerechnet und der die meisten versorgt, ist dann Grundversorger. Der hat dann ein paar Pflichten. Der Grundversorger übernimmt erstmal grundsätzlich alle Kunden, wenn die sich keinen eigenen Versorger suchen und die übernehmen auch die Ersatzversorgung. Wenn also irgendwo ein Vertrag aufgelöst wird oder ein Wechsel nicht erfolgreich zustande kam, dann fällt man in die Ersatzversorgung beim Grundversorger. Die haben also dadurch relativ viele Kunden automatisch immer in der Zuordnung, müssen ihren Tarif aber öffentlich machen, also die Zahlen transparent machen. Und was so das Dilemma für die ist, die kriegen dann halt die Kunden spontan zugeordnet oder halt relativ kurzfristig zugeordnet, ohne dass das so geplant ist. Eventuell ist sogar rückwirkend zugeordnet und dann müssen die das ja in ihrem Energieportfolio berücksichtigen. Ne? Also die Mengen, die dann verbraucht werden, haben die ja vorher nicht eingekauft oder selbst produziert. Und das ist schon so ein bisschen schwierig. Oder eben die große Herausforderung dieser Grundversorger, dass sie zwar viele Kunden kriegen, aber teilweise eben ungeplant, sehr, sehr kurzfristig oder auch rückwirkend zum Teil. Und dann müssen die eben dann doch noch einiges an ihrer Bilanzkreisbewirtschaftung noch im Nachhinein optimieren, um das ordentlich abzubilden. Grundversorger, aber eben weil sie die Kunden ja so pauschal übernehmen müssen, und auch, weil sie den Tarif ja dann auch öffentlich machen müssen und so weiter und so fort, darüber haben wir ja auch oft genug gesprochen, sind halt auch nicht die günstigsten. Ne? Da sie da Standard sind, verlangen die halt ein bisschen mehr.
Und wer halt in den Wettbewerb will, also wer Kunden aktiv werben will, der muss ja damit was kommen, wie zum Beispiel den günstigen Tarif. Die Grundversorger nicht so sehr. Deswegen sind die meistens teurer, das ist schon richtig so. Wir schauen uns das Konzept der Grundversorgung des Stroms in Deutschland an, was man besser machen kann möglicherweise. Und wir schauen uns auch die neuesten Betrugsfälle an. Ihr solltet bis zum Ende dranbleiben, dann wisst ihr, ob ihr von den Betrugsfällen betroffen seid und ob ihr vielleicht einige tausend Euro von eurem Stromanbieter zurückfordern könnt. Okay, einige tausend Euro ist schon heftig. Da muss wirklich dann massiv was schiefgegangen sein, beziehungsweise da muss dann wirklich Betrug vorliegen. Schauen wir mal noch, worauf es hier hinausläuft. Ich habe natürlich aus der Presse so ein paar Sachen mitbekommen, aber das klingt auf jeden Fall jetzt schon nach relativ heftigen Vorfällen. Schauen wir mal rein. WBS Legal. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und ich danke euch für 1 Million Abos auf diesen Kanal. Danke für jeden, der das knöpft. Da sind wir noch nicht ganz, aber zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind wir bei über 10.000. Das ist natürlich super. Vielen Dank auch dafür. In der Vergangenheit jetzt gerade oder noch in Zukunft gedrückt hat oder drücken wird. Die Energieversorgung in Deutschland, die ist schon vor 25 Jahren privatisiert worden. Das heißt, ihr könnt den... Nicht privatisiert wurden unbedingt, sondern mehr liberalisiert wurden. Ne? Also die meisten Versorger, weil die meisten Versorger Stadtwerke sind, sind schon noch öffentlich-rechtlich. Aber es ist für private Unternehmen möglich geworden, Teil der Versorgungsstruktur zu werden, durch die Änderungen 1996 mit der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie von der EU und dann 98 das Energiewirtschaftsgesetz fortfolgend gab es dann die diversen auch Marktprozesse, die eingeführt worden sind, GBKI und so weiter, dann ab 2006 ungefähr fortfolgend. Und dadurch ist es dann im Großen und Ganzen möglich, dass ich sage, klar, an meiner Steckdose liegt eine gewisse Leitung an und der Strom, der dadurch fließt, wird halt durch die nahesten Kraftwerke schlussendlich zu mir gedrückt, aber ich kann frei wählen, wer mein Versorger ist, also wen ich dafür bezahle, dass ich Strom beziehe. Und wenn das zum Beispiel ein Ökostromversorger ist, dann bezahle ich damit halt Ökostromanlagen schlussendlich, was eben so doch einen Unterschied vielleicht so am Ende des Tages macht für so eine langfristige Änderung der Versorgerstruktur. Ne? Also weil ich eben nicht mehr die Kohleversorger bezahle, sondern die Ökostromversorger. Das war ja so dieser ursprüngliche Weg. Oder eben, dass ich mir irgendeinen Discounter versuche zu suchen, der günstiger ist, aber der vielleicht eben nicht so langfristig auch wirklich diese günstigen Tarife halten kann. Ne? Ihr wisst ja, was es da alles so für Probleme gab. Das heißt, am Ende des Tages privatisiert, nicht unbedingt das richtige Wort, aber auf jeden Fall liberalisiert. Die meisten Versorger sind trotzdem öffentlich-rechtlich, weil es Stadtwerke sind. Strom- und Gasanbieter frei wechseln. Allerdings machen das die wenigsten von euch und sind eigentlich immer noch beim Grundversorger. Und das stimmt auch. Da gibt es immer mal verschiedene Zahlen. Aber man kann schon sagen, dass die meisten Kunden in Deutschland immer noch beim Grundversorger sind. In Summe sollen 50% dann irgendwann mal einen neuen Versorger sich suchen, aber das heißt ja noch lange nicht, dass sie nicht irgendwann auch wieder zurückkehren zum Grundversorger. Das heißt, in vielen Gegenden ist man vor Ort doch noch zu 2/3, 3/4, 80% beim Grundversorger. Da ist die Quote sehr, sehr gut, auch weil natürlich dann die Kollegen vor Ort sind. Die kennt man aus dem Fußballverein oder das ist halt das Stadtwerk, was die örtlichen Vereine sponsert und das Straßenfest mit sponsert und so weiter. Ne? Ihr wisst ja, worauf ich hinaus will. Dieses Vertrauen vor Ort ist schon nochmal ein Riesenargument dafür, beim Stadtwerk zu bleiben. Und gerade ältere Leute sagen gerne mal, na, ich war jetzt 30 Jahre, 40 Jahre beim Stadtwerk, ich bleibe natürlich auch bei denen. Von daher, das ist immer so ein großer Vorteil und deswegen sind halt auch viele Leute beim Grundversorger, auch wenn die nicht unbedingt die günstigsten Versorger sind. Warum auch immer, ob man zu faul ist oder wie auch immer, die Bundes... Und dazu noch, auch Faulheit ist einer der Hauptgründe. Man muss sich ein bisschen damit beschäftigen, was das eigene Verbrauchsverhalten ist und wie sich Tarife so zusammenstellen und wer dann tatsächlich der günstigste ist, ohne auch nur irgendwelche komischen Bonusvarianten, sondern halt ernsthaft langfristig auf alle Jahre betrachtet, ein günstiger, nachhaltiger Versorger, den zu finden über auch die diversen Vergleichsportale ist gar nicht so einfach. Von daher, das ist nicht völlig simpel, sich einen zu suchen, aber prinzipiell für jeden natürlich auch jederzeit möglich, wenn er sich ein bisschen damit beschäftigt.
Und dafür sind viele aber vielleicht wirklich zu faul oder auch zu uninteressiert. Netzagentur, die das alles überwacht hat, in dem Monitoring 2024 Folgendes rausgefunden. Die sagen, für Strom zahlen Haushaltskunden zum 1. April 2024 durchschnittlich 41,59 Cent pro Kilowattstunde. Und damit etwa 8% weniger als im Vorjahr. Ist ja schon mal gut, ist gesunken. Der durchschnittliche Gaspreis lag bei 12,5. Wenn wir das mal vergleichen, übrigens, mit den Jahren davor, ne? Also es gab ja viele Jahre, in denen man gesagt hat, naja, ich habe so ungefähr 26, 28, 30 Cent höchstens pro Kilowattstunde im Strombereich. Und dann mit den diversen Krisen der letzten Jahre ist es ja erst so richtig hochgegangen. Strompreis auch immer, weil der Gaspreis hochgeht, weil wir noch viele Gaskraftwerke haben und dann natürlich dann auch die Gasproduktion, die Stromproduktion bei Gaskraftwerken entsprechend teurer wird. Deswegen ist es auch teurer für die Versorger, sich entsprechend einzudecken mit Strom von Börse oder außerbörslichen Handelspunkten. Und dementsprechend müssen die ihre Tarife auch natürlich mal hochstecken. Je nachdem, wann man vor den Krisen einen eigenen, vielleicht langfristig festen Tarif irgendwo sich gesichert hat, dann war man eine Weile sicher und noch relativ günstig unterwegs. Und dann hat man vielleicht sogar die schlechtesten Zeiten überstehen können, als Preise teilweise ja wirklich bei 60, 80, 100 Cent pro Kilowattstunde waren. Und jetzt mittlerweile kann man eigentlich sagen, ist 41 zu hoch. Also in der aktuellen Zeit würde ich sagen, kann man relativ gut Versorger im Strombereich auch wieder bei ungefähr 30 Cent und weniger nachhaltig finden. Und wenn man ein bisschen dynamischer unterwegs ist, also mit dynamischen Stromtarifen und ähnlichen Varianten und nächstes Jahr noch variable Netzentgelte, wenn man steuerbare Verbrauch hat, wie Wärmepumpen und sowas, dann kommt man auch teilweise noch deutlich, deutlich niedriger raus. Aber natürlich immer dynamisch, also auch wechselhaft. Und dann muss man eben schauen, was der Durchschnittspreis über das Jahr hinweg war. Aber 41 Cent, würde ich sagen, muss heute keiner mehr im Strombereich bezahlen. 5 Cent verglichen mit 14,8 Cent im Vorjahr. Kunden mit einem Stromvertrag bei einem wettbewerblichen Lieferanten, also Anbietern, die nicht der Grundversorgung sind, zahlten zum Stichtag durchschnittlich 39,86 Cent pro Kilowattstunde und sind damit... Würde ich auch sagen, ist ein bisschen viel, also ist einfach zu hoch für die Realität, die man eigentlich mit ganz aktuellen Marktgeschehen erwarten könnte. Aber man hat ja auch bei den wettbewerblichen Versorgern gerne einen längerfristigen Tarif, der also dann eine Preisbindung von auch ein, zwei Jahren hat. Und wenn man den dann eben zum Beispiel während der Krisen zu diesem Preis abschließen konnte, dann hat man diesen Preis natürlich jetzt trotzdem noch für ein, zwei Jahre, auch wenn der entsprechende wettbewerbliche Versorger sich mittlerweile vielleicht schon wieder günstiger eindecken kann und gar nicht diesen hohen Preis mehr verlangen müsste. Gleichzeitig in dieser Krisenzeit haben auch viele Versorger wirklich gestrauchelt und versuchen sich jetzt vielleicht gerade wieder ein bisschen gesund zu stoßen, indem sie bei Kunden, bei denen sie es jetzt auch noch können, natürlich ein paar Cent mehr pro Kilowattstunde noch verlangen und damit praktisch die Portokasse wieder ein bisschen auffüllen. Mit für Verbraucher am günstigsten. Auch für Gaskunden lag der Gaspreis bei wettbewerblichen Anbietern mit 11,3 Cent am niedrigsten. Vielleicht noch mal eine Sache ganz schnell nur, wer vielleicht kein Gas bezieht und sich deswegen wundert wegen diesen Preisunterschieden. Bei Gas ist ja die Kilowattstundenbetrachtung die Menge in Kubikmetern mal Brennwert mal Zustandszahl. Und das ist ungefähr eine Verzehnfachung des ursprünglichen Lieferwertes. Und durch dieses Mengenverhältnis, was dadurch automatisch zu höheren Kilowattstundenzahlen führt, ist dieser Preisunterschied so plausibel. Also wer sich gar nicht damit beschäftigt, nur mal ungefähr als Erklärung mitnehmen, dass das auch damit zusammenhängt, dass eine Kilowattstunde bei Gas eine Umrechnungsform ist und nicht direkt die physische Liefermenge, sondern eben erst noch mit diversen weiteren Faktoren wie der Brennfähigkeit und so weiter multipliziert. Lieferantenwechsel sind daher eine einfache Möglichkeit, Energiekosten zu sparen, sagt niemand Geringeres als die Bundesnetzagentur. Und die soll es ja wohl wissen. Und das Interessante ist, dass man bei 2 Cent schon 200 Euro beim Strom und 500 Euro beim Gas einsparen kann. Aber es gibt ein Vergleichsportal, was rausgefunden hat, dass man noch viel, viel mehr sparen kann. Und zwar bis zu 20 Cent. Und dann liegt man mit... Moment,
ich springe auch noch mal ein kleines bisschen zurück, die 2 Cent einsparen und das dann 200 Euro sind, das ist übrigens eine ganz wichtige Erkenntnis, was so wenige Cent Unterschied dann aufs Jahr hinauf berechnet, dann auch wirklich für eine Wirkung haben können. Wenn ihr bedenkt, ihr habt meinetwegen 2000 Kilowattstunden und es sind nur 2 Cent Unterschied pro Kilowattstunde. Naja, dann aber 2000 mal 2 Cent ist zum Beispiel natürlich ein riesiger Unterschied. Und da ist dann vielleicht auch für jeden nochmal die Überlegung wichtig, kann ich vielleicht mit dem Balkonkraftwerk auch als Mieter ein bisschen was von meinem Verbrauch jetzt einschränken? Oder wenn ich Einfamilienhausbesitzer bin oder was auch immer, also Häuslerbauer, naja, was kann ich denn mir vielleicht mit einer Solaranlage einsparen, die ja dann so und so viele, vielleicht sogar tausende Kilowattstunden im Jahr produzieren kann, die ich dann eben nicht vom Netz zu 30, 40 Cent, wie auch immer, pro Kilowattstunde beziehe. Ne? Das ist dann plötzlich sehr, sehr viel Geld, was man da einsparen kann. Man noch viel, viel mehr sparen kann und zwar 20 Cent ist schon heftig. Bis zu 20 Cent. Und dann liegt man mit 44 Kilowatt, die man beim Grundversorger zahlt, und bei 44 Cent und 24 Cent, die man beim Wettbewerber zahlt, ja fast beim Doppelten beim Grundversorger. Also deutlich, deutlich teurer. Also ganz wichtig für euch, dass ihr euch diesbezüglich informiert. Okay, also da meint ihr jetzt natürlich die wettbewerblichen Versorger, die wirklich sehr, sehr günstig gerade unterwegs sind. Zum Teil ist das durch Eigenerzeugung, die dann sehr günstig mit Erneuerbaren funktioniert, natürlich gegeben, oder durch auch sehr kluge Einkaufsmechanismen, durch gute Voraussage von Preisen oder eben auch natürlich durch so ein bisschen Querfinanzierung im Sinne von, wir wollen langfristiges Kundengewinn, deswegen gehen wir mit relativ niedrigen Preisen ran. Also dass wir vielleicht jetzt kein Geld verlieren, aber auch nicht allzu viel im Moment verdienen, sondern eher vielleicht dann mittelfristig. Na, also da gibt es natürlich verschiedene Ansätze, wie man sowas machen kann. Jetzt habt ihr gehört, glaube ich, dass ich eine E-Mail bekommen habe. Aber ja, es ist durchaus möglich, dass Versorger, die wettbewerblich unterwegs sind, so günstig sich dort aufstellen können. Ob das nachhaltig ist, ist immer eine andere Frage. Und der Grundversorger, wie gesagt, muss ja so eine örtliche Daseinsvorsorge garantieren, langfristig, öffentlich-rechtlich, also auch konservativ an Preise rangehen und ja auch, wie gesagt, diese Kunden kurzfristig noch teilweise auch rückwirkend in die Versorgung nehmen. Und deswegen müssen die auch wegen des Risikomanagements teilweise höhere Preise verlangen. Das ist also relativ normal. Aber ein Unterschied von 20 Cent ist natürlich schon heftig. Also der ergibt sich nicht unbedingt aus dieser Pflicht. Da würde ich eher so ein paar Cent, 5 Cent meinetwegen, höchstens 10 erwarten, aber nicht mehr. Ist der günstigste und dann entsprechend da überlegt, ob ihr den Strom oder Gas wechselt. Denn das ist jetzt gerade zum Ende des Jahres eine super Möglichkeit, da Geld zu sparen. Aber für die meisten von euch ist das viel zu lästig und ihr sagt, ja, das habe ich keine Lust zu. Da muss ich ja dann immer meine Vertragsdaten neu eingeben, muss bei dem einen kündigen, zu dem anderen hinwechseln. Übrigens ist das auch einer der Hauptgründe, warum ein Wechsel schief geht. Man muss auch wirklich die identischen Daten beim neuen Versorger eingeben, die man beim alten angegeben hatte. Also der Name darf jetzt nicht der vom Partner sein zum Beispiel. Also wenn bisher die Freundin angemeldet war, darf sich jetzt nicht der Freund anmelden. Ne, sondern es muss derselbe Name in dieser Wohnung erstmal angemeldet werden, damit der Wechsel automatisiert funktioniert. Weil da wird auch der Name abgeglichen. Und die Zählernummer und die Adresse und am besten eine Marktlokationsnummer müssen stimmen. Der Zählerstand muss richtig sein und sowas. Ne? Sonst können die automatisierten Systeme das nicht automatisiert durchführen. Und wenn das dann Menschen bilateral klären müssen, also der eine ruft den anderen an, bei wahrscheinlich sowieso schon viel zu viel Aufgaben, die auf dem Tisch liegen, dann zieht sich das. Und da kann ein Wechsel durchaus mal auch wirklich schief gehen. Von daher achtet drauf. Mein Tipp immer ist, nehmt die letzte Rechnung, die ihr habt, und nehmt die Daten, die da draufstehen. Schreibt die bei eurem potenziellen neuen Versorger bei der Tarifberechnung, bei diesen Online-Portalen, tragt wirklich das 1:1 ein, was auf eurer alten Rechnung für eure Daten so dastehen. Name, Zählernummer, Adresse und so weiter. Sonst geht das irgendwann schief. Gebe ich euch gleich einen Tipp, wie man das einfach machen kann. Und der Tipp, den er jetzt nennen will, ist, ihr gebt das einmal bei irgendeinem Wechselservice ein, der das dann für euch macht. Aber ganz ehrlich, ja, natürlich, das ist dann vielleicht nochmal komfortabel oder ihr könnt es dann auch nicht vergessen, weil dann praktisch, sonst müsstet ihr einen Kalender eintragen, am so und so vielten muss ich auf jeden Fall meinen Tarif wechseln, sonst verlängere ich mich automatisch um ein Jahr. Und ihr habt dann einmal die Daten da richtig eingegeben und dann werden die diese Daten immer verwenden. Aber das könnt ihr prinzipiell auch selbst machen, ne? Ihr müsst euch nur ein bisschen damit beschäftigen. Wenn ihr euch dann entschieden habt über Verivox und Check24, ja, dann muss man eben
zunächst mal den Grundversorger kündigen und den zum neuen wechseln. Aber bei dem neuen, da kann ich euch auch schon sagen, gibt es einige schwarze Schafe, auch bei denen, die bei Check24 und Verivox empfohlen werden. Denn manchmal ist es so, dass die sagen, ja, ihr kriegt im ersten Jahr ganz billigen Strom und im zweiten Jahr wird es dann so teuer, dass ihr sogar teurer seid als ihr Grundversorger. Ja, auch das ist natürlich ganz normal. Das ist ja genau das Thema, was wir immer kennen, auch die ganzen letzten 10, 15 Jahre bei den Discountern. Günstiges Log-Angebot mit Boni, diversen Wechsel, Sofortbonus, nach einem Jahr nochmal extra Bonus und so weiter. Und dann im zweiten Jahr ist der Tarif plötzlich wirklich massiv teurer und ab dann verdient dieser Versorger erst mit dir Geld. Von daher, das ist ganz normal, das ist die alte Masche, die die ganzen Jahre gemacht wurde. Und trotzdem fallen immer noch genügend Leute drauf rein oder sind dann zu faul und lassen sich dann eben ein Jahr lang zu einem teilweise doppelt so teuren Tarif versorgen. Das heißt, im ersten Jahr gibt es einen Bonus und im zweiten Jahr müsst ihr unbedingt dann denken zu kündigen. Soweit, so gut, da kann man sich ja vielleicht noch einen Reminder in sein Handy setzen und dann eben Ablauf des Jahres kündigen. Schlecht ist es dann, wenn euch ein Anbieter zusagt, ihr kriegt den Bonus am Ende des Jahres. Dann kündigt ihr zum Ende des Jahres und die kündigen einen Tag vor Ablauf, sodass der Bonus nicht fällig wird. Und dann habt ihr ein Jahr richtig teuer bezahlt, denn lohnen tun sich solche Tarife nur, wenn ihr am Ende auch den Bonus bekommt. Also auch das. Absolut guter Punkt. Man muss sich bei diesen Discountern auch bewusst sein, die verdienen nur dann Geld mit dir als Kunde, wenn du in dieses zweite Jahr reinläufst. Wenn du erfolgreich kündigst und nicht in dieses zweite Jahr, was dann teurer ist, hineinläufst, dann wollen die vermeiden, den Bonus an dich auszuzahlen. Und wenn sie doch irgendeine Chance haben, dann werden die deine Kündigung nicht annehmen, werden sie vergessen, werden sie nicht bearbeiten. Und dann gibt es irgendwann ja auch Marktregelprozesse, die dafür sorgen, dass zum Beispiel dann ein Verhandlungswechsel nicht mehr fristgerecht möglich ist. Und dann musst du erstmal zivilrechtlich gegen den vorgehen, damit du irgendwie doch noch rauskommst und dann zum Ersatzversorger zum Beispiel erstmal fällst. Von daher, das ist deren typische Masche, also zumindest von den ganz schwarzen Schafen, wovon es einige ja auch immer noch gibt. Und da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, deswegen frühestmöglich zum Ende des ersten Jahres kündigen und dann einen neuen suchen und am besten von vornherein gar nicht so einen Bonus mitnehmen, der erst nach dem Jahr gültig wird, sondern einen Sofortbonus oder halt so einen jeden Monat schon in den Abschlag eingerechneten Bonus. Das wäre das, was irgendwie akzeptabel ist. Das müsst ihr aber auch erstmal aus den Tarifdaten herauslesen, ob das dann so ist oder nicht. Das sind Geschäftspraktiken, die unseriös sind und oftmals im Kleingedruckten geregelt sind. Das heißt also, wenn ihr sagt, ich wechsle hier auf eigene Faust, dann müsst ihr unbedingt das Kleingedruckte lesen. Lest Erfahrungsberichte im Internet, lest Warnungen, ob jemand schon mal in der Vergangenheit abgezockt worden ist von dem neuen Anbieter. Und vor allen Dingen stellt euch eine Erinnerung in eurem Handy ein, dass ihr wisst, ja, jetzt muss ich wechseln und kündigen. Also da gibt es ein bisschen was zu tun. Man muss sozusagen die AGB durchforsten und wenn man dann fein ist mit dem Anbieter, dann kann man wechseln. Oder man nutzt den Werbepartner unseres heutigen Videos und das ist niemand Geringeres als RemindMe. Okay. Und RemindMe macht das alles für euch kostenlos. Das heißt, die wechseln für euch kostenlos, die gucken auch jedes Jahr, dass gekündigt wird, schreiben dem Alten, hey, raus von Säumecke und schreiben diese ganze Abzocke dann. Ich springe ein bisschen vor. Und man kann entweder Strom wechseln oder Gas ist ja. Das ist der gleiche Strom, der fließt ja. Und Genau, das ist die Werbepassage gewesen für so einen Wechselservice. Kann man machen, wenn man selbst, wie gesagt, zu faul ist oder sich damit nicht beschäftigen will, auf jeden Fall. Und ich glaube, jetzt hat er gerade noch gesagt, Strom fließt ja dasselbe. Das habe ich ganz am Anfang erzählt, dieser ganze Markt und dieses ganze Wechseln zu irgendeinem anderen Versorger basiert ja nur auf der Betrachtung der Kilowattstunde, die halt eine Reise hat von der Erzeugung bis zum Verbrauch in deiner Steckdose. Und währenddessen versuchen wir, die immer jemanden in die Verantwortung zu stecken. Das ist dann praktisch die Buchung in den Bilanzkreis, nur für die ein bisschen tiefer drin sind. Und dann ist es halt im Bilanzkreis vom Erzeuger oder dessen Vermarkter, dann eben beim Händler meinetwegen und dann beim Versorger im Bilanzkreis und dann wird es eben verbraucht durch dich als Kunde und das ist dann wirksam, indem es bei dir in die Rechnung geschrieben wird, sozusagen, ne, die Kilowattstunde, die dir abgerechnet wird. In der Realität ändert sich aber nichts an meiner Steckdose. Na, also wenn ich jetzt einen Ökostrom von der Nordsee, von einem Windrad von der Nordsee beziehe durch meinen Tarif,
Ich wohne aber neben dem Braunkohlekraftwerk in Sachsen-Anhalt. Dann kriege ich Braunkohlestrom an meine Steckdose. Also der fließt ja nicht von der Nordsee dann zu mir, dieser Strom, ist ja klar. Oder wenn ich zum Beispiel hier, ich wohne ja in Ostthüringen, wir haben hier relativ viele Windräder um uns herum. Das heißt, ich werde schon relativ oft Windradstrom kriegen, von hier aus der Gegend. Das ist sehr, sehr realistisch so. Und dementsprechend ist das nur so eine bilanzielle Betrachtung, so eine buchhalterische Betrachtung von Kilowattstunden. Und ich bezahle dadurch aber schlussendlich den Ökostromversorger und kann damit dafür sorgen, dass dieser Teil des Marktes mehr Geld hat und deswegen auch wachsen kann. Im Gegensatz zum rein fossilen Versorgen zum Beispiel. Ne? Das ist immer so der Ansatz dahinter. Das ist nur ein anderer Vertragspartner. So funktioniert eben die Öffnung des Energiemarktes. So, und wenn ihr den Wechsel bislang selbst vorgenommen habt und dann möglicherweise an einen nicht ganz so passenden Anbieter geraten seid, dann könnte euch Folgendes passieren. Vor ein paar Wochen machte diese Meldung die Runde. Bundesnetzagentur überprüft Berliner Stromversorger nach Kundenbeschwerden. Laut einiger Aussagen Betroffene schrieben in öffentlichen Internetforen, teils seien abstrus hohe Schätzwerte herangezogen worden, obwohl genaue Zählerstände gemeldet worden seien. Auch auf Nachfrage habe das Unternehmen keine Korrektur vorgenommen. Was ist da passiert? Ach, das ist die Elphabe. Ihr seht es hier oben gerade. Ich nehme hier meine Maus. Hier, Elektrizitätsversorgung Berlin. Nicht zu verwechseln mit hier der landeseigenen Berliner Energiegesellschaft. Das sind die nicht. Die Elektrizitätsversorgung Berlin ist die Elphabe. Elphabe. Das taucht immer mal auf. Wer in der Branche ist, viele von euch sind ja in der Branche irgendwo mit dabei. Wenn ihr in der Marktkommunikation seid oder sowas, ihr kennt garantiert die Elphabe. Die machen immer Probleme. In der Marco, was so diverse Fristen und Aufgaben angeht. Also ich kenne dich nur negativ. Und ich habe diesen Skandal mitgekriegt. Und ich glaube auch, dass ich hatte dann mal geschaut auf Trustpilot. Ich glaube, die haben eine ganz niedrige 1,1 oder 1,2 Bewertung. Könnt ihr ja auch nochmal schauen, wenn ihr euch dieses Video jetzt hier anschaut. Ich glaube, die haben so richtig katastrophale Bewertungen, weil die so wirklich betrügerisch unterwegs sind. Und was ja hier steht, dass die zwar echte Zählerstände gemeldet bekommen haben, aber dann trotzdem geschätzt haben, und zwar viel, viel höher, als der echte Zählerstand angegeben hat. Das ist halt in jedweder Art illegal, nicht nur jetzt hier so zivilrechtlich, was jetzt hier gleich der Christian Solmecke hier noch erzählen wird, sicherlich, dass das also einfach nicht geht, ne, dass es Betrug ist, sondern halt auch innerhalb unserer Marktregeln in der Energiewirtschaft, in unseren Prozessregeln wie GBKI und Co. ist das absolut verboten und absolut nicht vorgesehen. Wenn es einen echten Zählerstand gibt, ist der zu nutzen. Und nur weil er meinetwegen niedrig ist, heißt das noch lange nicht, dass ich dann deswegen einen höheren Wert schätzen darf. Das ist absolut verboten. Das geht gar nicht. In den meisten Systemen wird das gar nicht funktionieren, wenn ein echter Zählerstand einmal eingetragen ist oder gemeldet ist. Und ihr müsst euch ja vorstellen, der Zählerstand kommt dann im Zweifel beim Netzbetreiber an oder beim Mischsteinbetreiber und der verteilt das dann. Und dann gibt es eine Marktkommunikationsmeldung, also eine MS-Cons für die in der Branche, die wird dann gesendet, auch an diesen Versorger, Elphabe. Und die ist dann in dessen Abrechnungssystem als eine vom Marktpartner gemeldete Kundenablesung. Die kann ich eigentlich nicht übersteuern. Das ist, also in den meisten Systemen ist das da praktisch die goldene Nachricht. Ne? Also es gibt nichts Höherwertigeres als eine schon vom Marktpartner plausibilisierte Kundenablesung. Das ist schon fein, ne? Also da macht man nichts mehr. Und dass man die dann praktisch in irgendeiner Form löscht oder ungültig setzt und einen abstrus höheren Schätzwert dann einträgt, das geht gar nicht. Und ich vermute, wenn sich das so bewahrheitet, dass dann die Bundesnetzagentur diesen Versorger auch mitteilen wird, dass er eine letzte Chance bekommt und ansonsten vom Markt gekegelt wird. Ne? Also die Elphabe könne dann zum Beispiel
Kündigungen der Lieferanten Rahmenverträge bekommen oder der Bilanzkreisverträge vom entsprechenden Bilanzkreisverantwortlichen mit den Bilanzkoordinatoren, und dann sind die auch vom Markt runtergefegt. Ne, also sowas könnte dann von der BNSA auch weiter forciert werden, dass dann die Marktteilnehmer aufgefordert werden oder auch hingewiesen werden, hey, die machen hier ihren Job nicht richtig, und dann verlieren die ihre Position durch das Auflösen zum Beispiel von diesen Verträgen. Aber hören wir uns mal an, was der Anwalt zu sagen hat. Der Stromversorger Elektrizitätsversorgung Berlin, ja, der hat einfach die Meldungen von euch nicht akzeptiert, sondern geschätzt. Das heißt, die Kunden haben Meldungen gebracht, aber die sind nicht berücksichtigt worden. Hier schreibt hier online, ähnlich wie bei der Bundesnetzagentur beschwerten sich viele Kunden über unzulässige Verbrauchsschätzungen, obwohl sie ihre Zählerstände übermittelt hatten. Auffällig sei dabei, dass die geschätzten Werte etwa 1000 Kilowattstunden höher als der tatsächliche Verbrauch liegen. 1000 Kilowattstunden, also bei vielen Kunden, wir reden hier von Haushaltskunden, bei vielen gibt es so überhaupt nur so 2000 bis 3000 Kilowattstunden Jahresverbrauch. Also wenn man dann ein größeres Haus hat mit diversen eigenen Verbrauchern und noch einer Poolheizung, dann bist du bei 4, 5, 6.000 meinetwegen. Und mit einer Wärmepumpe und Co. kommst du weiter hoch noch, klar. Aber ey, 1000 Kilowattstunden zu hoch ist ja völlig abstrus. Das ist für viele Kunden praktisch das, was man innerhalb von 6 Monaten verbraucht. Und das einmal noch künstlich draufgerechnet, ist absolut betrügerisch, gar keine Frage. Und frage ich mich halt, was die sich denken, weil das fällt ja dann irgendwann auf. Weil es gibt dann ein nächstes Jahr, dann ist der Zählerstand ja aber plötzlich nur noch vielleicht 500 höher, als jetzt so hoch geschätzt war, der echt abgelesene Zählerstand. Und dann im nächsten Jahr vielleicht sogar noch niedriger in dieser Steigerung. Und das muss ja dann auch wiederum den Marktpartnern eigentlich auffallen, weil dann packe ich mir ja in mein Abrechnungssystem als Versorger, ich packe mir ja dann diesen Wert rein, der 1000 Kilowattstunden zu hoch geschätzt ist. Der wird dann eigentlich als MS-Cons an den Netzbetreiber und so weiter zurückgeschickt. Und der muss den ja dann auch plausibilisieren. Also ich frage mich, was die sich dabei gedacht haben. Das funktioniert ja nicht. Das läuft an den Prozessen, die wir in der Branche haben, ja komplett vorbei. Das muss ja als Kartenhaus, das muss ja zusammenfallen. Das funktioniert ja nicht. Also offensichtlich nicht. Hätten die mich mal fragen sollen, ob dieser Betrug funktioniert, hätte ich gleich gesagt, nee, offensichtlich nicht. Würden. Also auch da bei der Verbraucherzentrale haben sich etliche beschwert. Das ist auch gut so. Das müsst ihr auch tun, wenn ihr sowas erlebt. Und dann eben gesagt, ja ey. Sowieso. Verbraucherzentralen haben als eine der ganz großen Geschäftsbereiche die Energieberatung. Und das machen die dann entweder sehr, sehr günstig oder teilweise auch kostenlos, je nachdem, wie die eigene finanzielle Situation so ist. Die kommen zur Einsparberatung, die schauen sich Rechnungen an, die schauen sich die Korrespondenz an, die man mit dem Versorger hatte, den Austausch, und schätzen dann ein, ob das richtig ist oder nicht. Also Verbraucherzentralen sind für Haushaltskunden immer ein guter Partner. Wir haben hier geschätzt, wie wir das immer tun, aber die haben die Schätzungen nicht akzeptiert. Interessant ist, wir haben das Energiewirtschaftsgesetz, und da steht im Paragraph 40b Absatz 4 drin, den habe ich mir hier mal rausgepickt, also muss man sich merken, 40b Rechnungs- und Informationszeiträume, und Absatz 4 steht drin, Abrechnungsinformationen erfolgen auf Grundlage des nach 40a ermittelten Verbrauchs. Genau. Das heißt also, wenn ihr eure Zählerstände ablest und mitteilt, ja, dann müssen die so auch erstmal akzeptiert werden. Es gibt nur wenige Ausnahmen. Also hier sieht man, in 40a gehen wir mal rein. Da heißt es, der Energielieferant hat in der Rechnung anzugeben, wie ein von ihm verwendeter Zählerstand ermittelt wurde. Und es gibt nur wenige Ausnahmen, wann der Energielieferant schätzen darf, insbesondere dann, wenn ihr ja nichts mitgeteilt habt. Das ist so der häufigste Grund, ihr habt nichts mitgeteilt, dann dürfen die schätzen. Genau, also das ist ja dann in unseren Marktregeln nochmal weiter beschrieben. Das Gesetz gibt ja immer so die Grundlage, und dann, wie die prozessuale Realität aussieht, das ist dann eben in GBKE, WIM und Co. nochmal weiter geregelt, und da wird eben auch klargestellt, dass eine Schätzung nur zulässig ist, wenn wirklich kein anderer Wert vorliegt. Und wenn ein
anderer Wert vorliegt, der aber unplausibel scheint, dann liest man nochmal ab. Das ist relativ easy und klar geregelt. Und dafür gibt es ja sogar unterhalb oder innerhalb der Marktpartner entsprechende Bestellprozesse, um zu sagen, ich hätte gerne nochmal eine neue Ablesung, lieber Messstellenbetreiber, mach das mal. Und dann macht er das auch. Also das ist ja absoluter Nonsens zu sagen, ja, wir schätzen hier den Zählerstand, der aber 1000 zu hoch ist. Das ist völlig blödsinnig, das kann auch nicht langfristig funktionieren. Also völlig naiver Betrug, der hierdurch dann anscheinend durchgeführt wird. Und dementsprechend, ihr als Kunden, lasst euch da nicht veralbern, schaut euch genau an, welche Versorgungsmenge da drauf steht. Also schreibt euch selbst euren Zählerstand mal auf, ab und zu. Ein, zwei Mal im Jahr vor den Zählerstand noch mal, vor den Zählerstellen aufschreiben. Und dann mal abschätzen, was das im Jahr bedeutet. Ihr könnt auch ganz simpel mal abrechnen. Ihr habt ja euren Tarif, wenn der bei 40 Cent pro Kilowattstunde liegt und ihr habt dann 2000 Kilowattstunden ausgerechnet, aufs ganze Jahr, dann einfach 2000 mal 40 Cent. Und dann habt ihr einen Eurobetrag, der in Summe rumkommen müsste. Und dann rechnet ihr eure monatlichen Abschläge ab. Ihr zahlt ja jeden Monat 30, 40, 50, 60, 80 Euro, 120 Euro, was auch immer an Strom. Und dieser Abschlag ist eine Vorauszahlung. Das ist eine Einzahlung praktisch, die dann Ende des Jahres für die Rechnung mit als Guthaben verwendet wird. Und dann eben 2000 Kilowattstunden mal 40 Cent minus die monatlichen Zahlungen. Das müsst ihr dann auch nur bezahlen als Rechnungszahlungsbetrag. Und dementsprechend könnt ihr euch auch schon vorher Gedanken machen, was wohl in eurer Rechnung stehen müsste. Aber müsst halt ein bisschen Zeit aufwenden damit. Aber das ist ja gar nicht schlecht. Damit seid ihr souverän gegenüber auch eurem Versorger und dem Netzbetreiber und so weiter. Und könnt eben auch feststellen, ob das hier vielleicht Betrug ist oder nicht, was euch da entgegenkommt. Also auch da war das Verrückte, dass viele Leute dann auch geschrieben haben, sich beschwert haben, längste Schreiben aufgesetzt haben und Widerspruch gegen die Schätzung eingereicht haben, aber das wurde nicht akzeptiert. Jetzt prüft die Bundesnetzagentur, die für sowas zuständig ist, den Vorfall. Ich halte euch hier auf jeden Fall da schon mal auf dem Laufenden. Leider ist das kein Einzelfall. Erst im Juli kam heraus, dass der Dortmunder Energiekonzern Stadtenergie... Oh ja, Stadtenergie, ganz, ganz großer... komplexer Vorfall. Da ist ja mittlerweile dann auch die Geschäftsführung vom Mutterkonzern gegangen. Die gehören mit zur DEW 21, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, also zu den Dortmundern. Und die Stadtenergie hat tatsächlich auch Kunden komplett falsch abgerechnet. Eventuell sogar aus Unfähigkeit heraus. das ist richtig heftig, was da schiefgegangen ist. Also sowas gab es ja immer mal. Also auch ganz große Versorger haben teilweise große Probleme gehabt in der Vergangenheit. Auch die größten und seriösesten Namen haben auch mal einfach falsch abgerechnet. Das passiert teilweise durch falsch eingestellte Systeme und Unfähigkeit. Ich bin seit 2011 in der Branche. Ich habe eine dreistellige Anzahl an Versorgern, ob groß und klein, begleitet auf verschiedenen Ebenen. Und ich habe katastrophale Dinge gesehen. Also das ist für jeden, der in der Branche ist, vielleicht nicht völlig überraschend, dass auch Dinge echt schief gehen. Und bei Stadtenergie kann es sowohl menschliches Versagen als auch systemische Unfähigkeit gewesen sein. Aber hier bei Elfebe sieht es ja nach mutwilligen Betrug aus. Ja klar. Aber Stadtenergie ist ein anderes Thema. Ein großer Skandal, der aber eventuell wirklich auf fehlenden Verständnis und Fähigkeiten beruht. Seine deutschlandweiten Kunden offenbar um Millionen geprellt hat. Der Westdeutsche Rundfunk sagt hier, Millionen Verluste, Stadtwerke-Chefin muss gehen. Okay, das sind erstmal Verluste, aber mindestens 74 Millionen Euro Schaden soll die Billigstromtochter Stadtenergie in wenigen Jahren verursacht haben. Davon allein 36 Millionen, die den 30.000 bundesweiten Kunden des Online-Anbieters vorenthalten wurden. Montagabend hat der Aufsichtsrat entschieden, dass Stadtenergie das Geld an die Kunden zurückzahlen muss. Also Guthaben, die praktisch aus vielleicht zu hohen Abschlägen und dann Guthaben nach dem einen Jahr in der Rechnung. Ich habe es ja euch vorhin beschrieben, ne? Kilowattstunden mal Cent pro Kilowattstunden minus Abschläge ist dann euer Zahlungsbetrag. Und wenn ihr mehr Abschläge gezahlt habt, als ihr jetzt verbraucht habt, dann kriegt ihr ein Guthaben ausgezahlt. Wurde hier anscheinend vergessen, eventuell auch Boni nicht berücksichtigt. Das ist auch sehr
clever so, weil die Staatsanwaltschaft mittlerweile auch wegen Betruges ermittelt. Also da wurden den Kunden sehr viele Millionen zu viel abgebucht. Und ja, vielleicht hat es der eine oder andere gar nicht mitbekommen, weil ihr nicht eure Energierechnungen so genau prüft. Und deswegen ist es so... Ja, das ist übrigens auch nochmal die große Erfahrung aus den vielen Jahren in der Branche. Kunden beschäftigen sich gar nicht damit. Die gucken einmal kurz auf den Betrag, der auf der Rechnung steht, fertig aus. Also viele Leute interessiert es ja gar nicht. Und die letzten Jahre so mit der Klimaschutzbewegung und jetzt auch mit Elektromobilität und Wärmepumpen und ja, dem Bewusstsein dafür, dass ich hier schon mal was ändern muss. Und jetzt auch so Smart Metering und dass es da auch dann vielleicht Vorteile damit gibt, gerade dann auch in der Steuerung der Wärmepumpe, vielleicht noch in Verbindung mit einem Speicher. Und dann kann ich durch Markt- und Netzdienlichkeit auch vielleicht noch ernsthaft Geld einsparen. Durch nicht nur den dynamischen Stromtarif, sondern auch noch variable Netzentgelte. Dadurch entsteht so eine gewisse Affinität zu diesen Themen, ne? Weil es jetzt auch viel mehr convenient ist. Ich habe dann eine Handy-App, auf die ich gucken kann oder weiß, dass es halt automatisch gesteuert wird über mein Energiemanagementsystem. Dann gucke ich halt einmal in der Woche drauf oder sowas, ne? Also da merkt man schon, dann gibt es jetzt auch wirklich Unterschiede und eine gewisse Affinität dazu. Aber in der Vergangenheit haben sich Leute gar nicht damit beschäftigt, was auf der Rechnung steht im Detail oder was währenddessen halt so passiert. Wichtig, dass man ja auch einen Blick auf die Energierechnung, die ja manchmal relativ undurchschaubar ist, hält, irgendwelche Unschlüssigkeiten dann entsprechend auch aufdröselt und vielleicht das ein oder andere Mal auch im Internet googelt, ob man nicht einen besseren Anbieter sich suchen sollte oder ob man überhaupt noch beim besten Anbieter ist. Oder eben, ja, RemindMe nutzt. Am Ende des Jahres kündigen die eure Verträge. Jetzt wäre der optimale Zeitpunkt, da einzusteigen, denn ja, bald ist Ende des Jahres und ihr könntet noch mal ein paar hundert Euro sparen. Also einfach mal anschauen, kostet nichts. Unten über den QR-Code oder den Link in der Caption kommt ihr damit hin. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, was Strom- und Gasanbieter so alles dürfen, ja, dann lege ich euch das folgende Video ans Herzen. Da hat nämlich ein privater Stromanbieter seinen Kunden angesichts der gestiegenen Energiepreise so einfach mal so gekündigt. Und ob er das durfte wegen gestiegener Energiepreise kündigen, das habe ich in dem Video erläutert. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Tschüss. Tschüss. Ja, gar nicht mal uninteressant und hat auf jeden Fall auch ganz spannende Aspekte hier aufgezeigt, mal nur aus der allgemeinen rechtlichen Perspektive. Schaut euch das Video in Zweifel auch nochmal direkt an bei WBS Legal. Und wir haben ja nochmal so ein bisschen betrachtet, dass das auch energiewirtschaftlich äußerst kurios ist, was da passiert ist. Also sowohl die, diese Geschichte bei der Elphaba mit den viel zu hochen geschätzten Zielerständen, obwohl echte Vorlagen, das ist halt völlig naiv auch von denen als Betrugsmasche, das ist völlig naiv, das funktioniert nicht. Das fällt auf jeden Fall auf, nicht nur den Kunden, das muss auch mittelfristig den Marktpartnern, also den Netzbetreibern auffallen, gezwungenermaßen, weil ja mit falschen Zielerständen gearbeitet wird. Die sind ja da nicht unbekannt, wenn die einmal in dem System stehen, eigentlich werden die rausgesendet. Und wenn man das irgendwie unterdrückt, dieses Versenden an den Marktpartner, dann widerspricht man praktisch auch eindeutig den Marktregeln und dann würde eine Bundesnetzagentur wahrscheinlich auch relativ schnell kommen und sagen, ihr dürft nicht mehr am Markt teilnehmen. Ziemlich sicher, weil die Marktregeln sind verbindlich für alle Marktteilnehmer. Dann hatten wir ganz kurz das Thema mit den Dortmundern, hier Stadtenergie. Das ist wirklich völlig skurril, aber es gibt auch andere Beispiele dafür und vor allem auch Beispiele für Versorger, die dann eben, wie hier angemerkt wurde, dann gerne in dem zweiten, dritten Jahr der Versorgung die Preise deutlich, deutlich erhöhen und die Kunden, die sich damit nicht beschäftigen, die zu faul sind, zu wechseln oder sich zu informieren, die bezahlen dann eben deutlich, deutlich mehr Stromkosten als noch im ersten günstigen Wechseljahr. Da solltet ihr eine gewisse Affinität mal aufbauen und euch damit beschäftigen, aber ich glaube, wer hier auf dem Kanal ist, der beschäftigt sich ja auch schon ein bisschen mehr damit, was hier so vorliegt. Aber wenn ihr denkt, hey, dieser Betrug, das könnte was Interessantes sein für irgendeinen Bekannten, der sich eben nicht so sehr damit beschäftigt, dann leitet doch entweder das WBS Legal Video weiter. Ich verlinke das auch nochmal direkt unten in der Videobeschreibung oder leitet auch mein weiteres Einordnungsvideo gerne weiter. Dann haben wir noch so ein bisschen unsere Branchenseite mit in der Erklärung. Okay,
Was haltet ihr von diesem ganzen Thema? Gerne mal unten in die Kommentare schreiben und ansonsten immer like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.